Ich verlose GTA 6 als Vorbestellung. Interesse? Dann guck jetzt in die Videobeschreibung. So Leute und herzlich willkommen bei diesem Video. Heute wird es mal wieder richtig spannend werden, denn es geht um das lang erwartete Game GTA 6. Ja Leute, und die Infos, die gestern durchgesickert sind, sind wirklich Infos, die es so noch nicht gab. Laut den aktuellen News soll das auch alles echt sein. Also die ganzen Leaks, die veröffentlicht wurden, die ganzen 90 Dateien sind anscheinend alle echt. Also haben wir wirklich GTA 6 gespoilert bekommen. Und wie ich drauf komme, dass es alles echt ist, da gibt es mehrere Faktoren, die dafür sprechen. Und diese Faktoren werden wir heute berücksichtigen. Doch zuerst mal, was ist passiert? Gestern wurde ein riesen Leak veröffentlicht und zwar in einem Forum. Ganze 90 Dateien. Bei den Dateien hat man neben dem Gameplay auch diverse Ausschnitte gesehen, wo das Spiel getestet wird, wo das Spiel auch programmiert wird, wie die Charaktere heißt und wo das Ganze spielt. Ich werde in Zukunft natürlich viel mehr auf diese Details eingehen. Das Ganze würde nicht für ein Video reichen. Deshalb lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um die besten News nicht zu verpassen. Laut meiner Recherche kamen die Videos vom Jahre 2019. Also diese Videos, dieses Gameplay, was man da sieht, sind 3 Jahre alt. Das würde auch erklären, warum das Spiel so unfertig ausschaut. Könnte aber trotzdem mit Cyberpunk oder auch Saints Row mithalten. Auch in dem alten Zustand. No front. Die Leaks wurden von TipuTuber-Hacker veröffentlicht. Und der hat auch quasi eine Drohnachricht an Rockstar geschrieben. So nach dem Motto, wenn ihr mich jetzt nicht anschreibt, wird es viel Schlimmeres geben. Also ist das da wirklich ein ernstes Thema und nicht zu verharmlosen, denn es geht um Erpressung im ganz großen Stil. Zu bedenken, GTA 6 wird ein Milliardengeschäft werden und ihr könnt ja vorstellen, was da für Summen vom Hacker anscheinend verlangt werden. Doch Rockstar Games oder auch Take-Two haben nicht darauf reagiert und so kam eins nach dem anderen. Nachdem die Leaks und die ganzen Gameplays veröffentlicht wurden, hat sich Take-Two sofort an die Arbeit gemacht und sie wollten das Ganze virale stoppen. Doch es geht um GTA 6, Freunde, und das ist einfach viel zu viral. Da kommt Take-Two natürlich nicht mit und alle haben diese Videos gesehen. Take-Two ist gerade wirklich beschäftigt damit, ganz viele YouTube-Videos auch sperren zu lassen. Hier sieht man einen Screenshot eingeblendet, da seht ihr, Take-Two versucht alles Mögliche zu sperren. Auf meinem Kanal gibt es doch ein Video über das Gameplay, also falls ihr es sehen wollt, check it out. Wer weiß, wie lange das noch online bleibt. Natürlich verständlich von Take-Two oder auch Rockstar, dass sie das Ganze nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Da ist natürlich der Reiz und die Spannung zu groß einfach, um das für sich zu behalten. Rockstar, wir brauchen einfach nur GTA 6. Mehr wollen wir nicht. Es wurde auch angeteasert, dass es in Vice City spielen wird. Also dieses Gerücht wurde auch bestätigt. Doch es gibt viel mehr Details. Und wie gesagt, auf diese Details werde ich auch in den nächsten Videos eingehen. Und das Krasseste, was es doch mehr bestätigt, ist die Bestätigung von dem krassesten Insider dieser Gaming-Welt, von Jason Schreiner. Er hat die ganzen Leaks natürlich auch mitbekommen und hat das Ganze mehr oder weniger bestätigt. Und wir reden hier von Jason Schreiner, also das ist nicht irgendein Insider, das ist der Insider. Ich würde behaupten, so circa zu 95% hat er bis jetzt immer recht, wenn es um GTA ging. Er sagte auch mit seinen eigenen Worten, das sei einer der krassesten Leaks in der Gaming-Geschichte. Und zudem auch ein Albtraum für Rockstar Games. In der Verbindung, dass sie natürlich jetzt alle Videos sperren lassen, macht es irgendwo Sinn. Ja, Freunde, das war im Großen und Ganzen die Bestätigung, dass die Leaks alle echt seien. Was ist denn eure Meinung zu diesem Game? Feiert ihr das? Oder sagt ihr, ich habe mir das Game wirklich ganz anders vorgestellt? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, sonst hab ich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu kleiden. Deine Meinung kommentieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt keine Zeit verlieren, einfach überreagieren.